Ja, Kann ich Minecraft improvisieren. Escalation Folge 22 absolut nicht direkt im Anschluss von Folge 21. Nein, 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 das braucht ihr euch gar nicht in den Kopf zu setzen. Sowas machen wir natürlich nicht. Wir sind professionell, außer Wolf, der verhungert. Ich verhungere Wir sind nicht. hier mit Wolf, Death Nightshade, Zarkos, Just Dragstorm und einer Spinne und einem Enderman, der einen Block in der Hand hat. Ich bin wie so oft am Verhungern Sandorman. und so viel zum Intro, das war's dann auch. Und hier ist Hallo. überall Wüste. Sandorman. Wollen wir mal ein paar Chickens essen. Ich muss aufpassen, wo ich jetzt hingucke, weil da ist irgendwo ein Enderman. Und wenn ich den angucke, dann habe ich Stress. Und ich habe keinen Bock auf Stress. Wie war denn das jetzt eigentlich? Ist da noch ein Huhn in meinem Stall drin? Nein, weiß ich nicht. Ja, eins. Wenn es eins drin ist, dann bin ich gefickt, weil ich will noch ein paar mehr. Zumindest zwei, damit ich wieder bevölkern kann. Du hast doch bestimmt noch zig Trilliarden Eier irgendwo rumliegen. Ich komme von Dschungel zu Dschungel. Ja, ist doch Nicht geil? Abwechslung. So. Ah, der Enderman ist weg. Jetzt kann ich wieder ungestraft überall Hühner. hingucken. Kein Huhn rausgekommen. So. Noch mehr Hühner. Creeper, Beifuß. Mist, es ist rausgefallen. Geh wieder da rein. Creeper, Beifuß, bumm, nein! Okay, hau ab. Nein, ist schon wieder eins rausgefallen. Komm, hauen wir es mit einer Leiter kaputt. Wir sind absolut Alter, da stehen tierfreundlich. fünf Upsa. Skelette auf einem Haufen, wollt ihr mich verarschen? Bogenbobs. Ja. Mittlerweile gibt es auch Skelette, die in Nahkampf gehen. Hab ich mir sagen Reiten meistens auf Ich sag Stunden, nur keine Ahnung. Enrage. Ich habe einen Huhn mit Eiern totgeworfen. Soll vorkommen. Das eine Huhn, was bei mir drin Ja, genau, du hast es erfasst. Dann wäre André aber ein trauriger André. Ja gut, das ist ja nichts Ach Neues. nein, es ist einfach nur in der Wand gespawnt und davon gestorben. Instant Death. Instagap. Creeper. Los, ab in die Freiheit mit dir. Oh, wir Weißt können ja fliegen. So. du? Naja, fliegen Ja, ist die so schweben eine. so langsam runter. Seit Fickt euch! wann können Au! Hühner fliegen? Fickt euch! Ja, sie können Fickt euch! gleiten. Moment, die Höhle kenne ich doch, Oh, da war ich nicht. das ist noch Nee, eine da war ich noch Arbeit, nicht. diesen Berg abzutragen. Alter, jetzt ist Was da denn? tief runter. Von Wo der bist du denn? tiefe Höhle irgendwo. Ich Irgendwo. hab keine Ahnung. Zarkos goes to Excursions Dingens. Ich weiß gerade nicht. Heißt das Excursion auf Englisch? Keine Ahnung. Exkursion? He goes for Ich travel. mach Adventure. Adventure travel. Travel, ey. Was er auch meint, ey. Ich meine viel, ja. Ja. Ne? Ist auch immer mal wieder so ein bisschen Motto behindert und so. Voll nicht. Voll wohl. Nein, brauchst du dir gar nicht in den Kopf setzen, ja? Ich setz dir gleich einen Tumor in deinen Nein, Kopf. bitte nicht. Außerdem kannst du das gar nicht. Doch. Nein. Das ist ein Rotschopf, der kann Der kann hexen. nur Seelen Ja. klauen, weil er selber keine hat. Ich brauche ja auch keine. Ich habe mehrere. Bestimmt. Deine Haare brennen. Ich klaue mir die ja alle. Verdammt, was Die baue ich Seelen. denn da für ein Mist? Ja, soll ich darauf was antworten, oder? Nein, eigentlich nicht. Übrigens, ihr könnt davon ausgehen, dass ich gleich draufgehe. Das Ich tun wir habe den immer. ersten Creeper wieder gesehen. Was hast du? Den Ja, ersten ich bin Creeper gerade gesehen? drin. Ja. Und das heißt so viel wie, ich bin gleich tot. Das freut uns doch. Da mach ich auch Ich nur ein hasse dich dumpfes auch. Bumm. Naja, das war aber nicht der Creeper bei André. Zu einem, den hab ich in die Luft gejagt. Wollte schon sagen.
Aber ich verliere, hab kein Herz verloren, nicht mal ein halbes. Kein Herz verloren, nicht mal ein halbes. Was ist das für ein beschissener Creeper? Ich denke, der macht seine Arbeit und explodiert, aber nein, er macht nur einen einzigen Block weg. Ja, auf Creamstone ist das übrigens normal sogar. Das muss noch überarbeitet werden. Mein Eisen, ich bin schon wieder Level 22. Moment, das ist nicht stirb! Cool. Ich bin Level 2. Was? I want cool. your rotten flesh. Ernsthaft? Habe ich hier irgendwo Sticks rumliegen? Wer spawnt wo? Hier war noch so eine ganz kleine Ausbuchtung, die nicht hell erleuchtet war. Und dann dachte ich mir so, hier spawnt die ernsthaft. Ich sag euch, Lapis Lazuli wird irgendwann nochmal einen wichtigeren Wert haben als nur Farbe. Nein. Be serious, Mister. Sagen, da wäre ich mir nicht so sicher. Ich sehe einen Creeper 2. What the fuck? Wir haben 2 gespawnt. Jo, ein Creeper killt den anderen. Alles klar. Du musst den Skelett töten lassen. Alter Schwede! Ja, ich weiß. Ich wollte ihn eigentlich selber killen. Ich wollte ja schwarz bewerben, aber... wurde mir leider verwehrt. Erstmal wieder in meinen Keller. Bisschen Cobblestone und Dirt weglagern. Ey, jetzt mal ernsthaft. Ich werde hier hundertprozentig den Ausweg nicht mehr finden. Das ist doch lustig. Ey, ich laufe hier gerade nur den Weg entlang, um mal abzuschätzen, wie weit das noch geht. Das geht noch weit. Surprise, bitches. Quatsch, ich wollte ja das andere machen. So. Und in die Richtung geht's auch nochmal, ey. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Da unten auch noch. Ja, alles klärchen. Ich, wenn ich hier fertig bin mit Abbauen, dann bin ich Milliardär. Ja, nee, in was? Im Stein? Gar nicht im Inventar. Cobblestone-Milliardär. Ja. Ja. Hallo? Wenn ein Cobblestone ein Stück von einer Milliarde ist, dann kannst du dann nicht so viele tragen, dass du Milliardär wärst. Dafür hat man ja Truhen. Super. So ist es also. Für sowas hat man also Truhen. Ja. Hätte ich ja nie drauf. Um Milliardär zu werden. Da du direkt weitergemacht hast, habe ich übrigens den Timer nicht neu gestartet. Oh. Ob ihr alle behindert seid, will ich wissen, Mann. Was ist denn euer Problem? Stell mal den 24 Minuten von vorhin nochmal. Nee. Einmal mit Profis, weißt du? Profis, was? Überbewertet. Das ist ein Timer, den man nicht dauernd hört. Ja und? Da weiß wenigstens jeder, dass Folge vorbei ist. Du brauchst kein Outro machen. Ansagt. Genau, piep, 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 Folge aus. Ja? Nein. Okay. Irgendwann mache ich das nochmal. Ich hab das Gefühl, dass wir jetzt unterbrochen werden. Super, ich hab... Was? Ja, gleich. Ja, gleich. Nein! Oh, wow. Nein, ich glaube auch nicht. Da ist ein Enderman in meiner Bude, der macht mir Angst. Wer macht dir Angst? Der Enderman in meiner Bude. Ach, in deiner du Bude? Nein, die machen keine Angst. Ich guck ihn halt einfach nicht an. Ich bin gekillt, sondern ihn nur in meine Richtung geschossen. Was hab ich. Wer hat was in wessen Richtung geschossen? Das Skelett hat den Creeper in meine Richtung geschossen, deswegen ist er explodiert. Ernsthaft? Ich hab nicht genug Dirt. Was? Frag mal andere, der hat genug. Schau dich um. Ich hab gar nicht mal genug. 2 Meter nach links. Interessanterweise. Wie kann man denn nicht genug Dirt haben? Dirt ist, glaube ich, das, was es mit Abstand am meisten gibt in der Minecraft-Welt. Weil ich nicht genug davon abgebaut habe. Was willst du mit Dirt? Mit der Dirte? Ich will ein bisschen Farbakzente setzen. Farbakzente? Farbakzente. Dafür brauchst du weiße Wolle. Für Farbakzente. Du musst dein Phallus-Symbol noch ein bisschen weiße Wolle machen.
Nom 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 nom. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Ja. Also hier ist eindeutig ein Meteor eingeschlagen. Wo denn? Hier, wo ich gerade bin. Wo bist denn du? Meteoriten. Ach, du weißt es immer noch nicht, wo du bist, oder was? Doch, inzwischen bin ich wieder auf meiner Karte. Es gibt Meteoriten. So. Klar. Keine Ahnung, ist ein runder Einschlag im Boden. Ja, Creeper? Nein, größer. 20 Creeper werden das Ding machen. Dann war das der Über-Creeper, der angeblich gerüchtehalber entsteht, wenn ein Creeper bei einem Gewitter vom Blitz getroffen wird. Aber der soll auch angeblich eine ganze Welt zerstören können, also von daher. Ernsthaft, Minecraft-Mythen? Ja. So tief sind wir gesunken. Jetzt müssen wir noch diesen NPC-Bot oder so, der im Spiel erschienen ist, und wo ist jetzt die Hero Brian? Hä? Hero Brian? Ja. Ah, jetzt weiß ich, was hier nicht gepasst hat. Hero Brian hat hier nicht gepasst. Ja, echt. Horst, der Hero-Link, ist sowieso der Beste. Ja, der ist echt der Beste. Der Spacken will nicht sterben. Nein, der kann nicht sterben. Es ist Horst, der Hero-Link. Ich bin ja auch immer noch der festen Überzeugung, irgendwann wurde aus Horst, dem Hero-Link, der Kullerkäfer. Sicher. Bin ich fest der Überzeugung von. Glas und Dirt. Glas und Dirt? Was macht Zarkos schon wieder in der Nähe meiner Bude? Was? Zarkos? Bin ich doch gar nicht, oder? Doch. Nee, Nightshade, ich wollte schon sagen. Ich bin bei dir in der Nähe, aber ich bin immer noch an meiner Wall of Shame am Ort. Ich verbreite nur das Sichtfeld auf meiner Karte. Damit ich schauen kann, wie groß unsere Insel ist, auf der wir hier sind, weil wir sind nicht. Das ist eine Insel, ne? Da war ich auch fester Überzeugung von. Wobei, nein, sind wir nicht, weil ich hab. Doch. Warst du schon da, wo die Kühe sind? Oh, Kacke. Ich geh drauf. Was, ja? Kannst du es ja gerne aufmachen. Creeper. Wobei. Ja. Ich glaub eher, dass das eine Halbinsel ist. Keine Ahnung, meine Map ist schon ziemlich groß, aber in ziemlich viele Richtungen ist Wasser. Ja, in ziemlich viele, ist aber noch lange nicht in alle. Ja, noch größer will ich die Map aber nicht machen. Ist jetzt schon auf 3. Hier ist schon so, besser. Schuffeln. So, ich habe mir jetzt erstmal so einen provisorischen Wall errichtet, damit hier keine Creeper durchkommen. Wodurch? Durch meine Mine. Ich habe hier ist nämlich noch so ein hartlanger erweiterter Gang und da rannte mir schon gerade ein Creeper von hinten in den Rücken und deshalb verbarrikadiere ich den Gang. Und du hast es überlebt? Ja, ich weiß auch nicht genau wieso. Aber ich glaube, das lag am Wasser, weil das Wasser hat den übelst ausgebremst. Ja, okay, ja. Wasser dämpft Explosion. Saft. Ja. Du kannst, es gibt ja sogenannte Kanonen, die du bauen kannst, TNT-Kanonen. Und die machen dann. Die baut man normalerweise aus Obsidian, weil Obsidian hält die Explosion aus. Du kannst die aber auch theoretisch sogar aus Dirt machen. Wenn du das TNT in Wasser fahren lässt, dann fliegt nämlich nur das andere TNT weg und die Dingens werden nicht beschädigt. Genau. Ja, ist eigentlich ziemlich lustig. Wenn ich mal genügend TNT habe. Dann spielen wir. Wer trifft Google Ups Hütte als erstes? Wie weit schießt denn so ein TNT eigentlich? Weit. Aber du kannst wegen der Blockdynamik kann man aber nicht diagonal schießen, oder? Ja, richtig. Deshalb, wenn du diagonal zu irgendwem stehst, bist du erstmal sicher. Tja, du musst nur an der richtigen Stelle die Kanone aufbauen. Das ist wohl wahr. Leute. Oh, jetzt geht's. Ja. Nee, hier sind Blöcke, die ich nicht aufsammeln kann. Das hat mich verwirrt. Inventar voll? Nee, das habe ich extra nachgeguckt. War nicht voll. Die hängen oben auf dem Stein, aber ich kann sie nur vom Wasser aus einsammeln. Ist doch interessant, oder? Öfter mal was Neues, würde ich sagen.
Lol, wo hab ich mich hier durchgebuddelt? Weiß ich nicht. Wie geil. Zum Arsch der Welt. Wohl eher zum weltgrößten Arsch, aber dann hat er nur nach hinten geguckt. Was sieht gebaut aus? Da, wo ich gerade reingelaufen bin. Wir sind Fackeln. Wenn du von unseren Gebäuden, also von dir aus rechts rausgehst oder wohin, dann könnte das eine unserer Minen sein. Nee. Das wäre zumindest eine Vermutung von mir. Das gehört jemand anders, definitiv. Wo ist es denn? Wo bist denn du? Bringt dir das jetzt was, wenn ich sage... Wenn du sagst? Mein Norden ist da. Norden ist da, dann kalkuliere ich den Winkel. Ich hab leider keinen Kompass, ich kann dir nicht sagen, wo Norden ist. Ja, ich kann das sagen, weil ich eine Karte habe. Das hilft schon ungemein. Mhm. Ich weiß, also, wo Norden ist. Ja, du hast ja auch dein Bild, das ist Cheater. Westlich von dir. Westlich von mir. Wie sieht das aus? Insofern die nach Norden zeigen. Ja, woher soll ich wissen, wo Westen ist? Den jetzt sich jemand reingebaut hat. Definiere westlich. Geh von meinem Haus aus und sag mir links oder rechts vom See. Oh, Schande. Wo geht die Sonne unter? Im Westen, stimmt, ja. Westlich von mir. Dann ist das dann könnte das Gugulupf sein. Da dreht sich ein Hühnchen im Kreis. Wollen wir es erlösen? Nö. Es liegt dran. Es dreht sich im Kreis. Ist es aufgespießt und ist auf Feuer? Nein. Das kommt noch. So, dann machen wir erstmal noch einen zweiten Ofen fertig. Was sagt denn die Uhr, Zarkos? Ist ja gerade der Uhrenmeister. Die sagt, ja, 14 Minuten noch. Doch so viel? Man sollte nicht so früh nachfragen, ne? Hatte ich auch nicht erwartet. Egal, vielleicht wird es auch ein bisschen zu lang. Ja gut, dann ist halt eine Folge jetzt halt mal ein bisschen zu lang. Ausnahmen bestätigen die Regel, ne? Jo. Ja, und in der Regel ist der Bart rot. Ja, das stimmt bei meinem sogar. Was ist mit Bart? Ich hab nicht zugehört. In der Regel ist der Bart rot, hab ich gemeint. Ja, der muss immer rot sein. Rot von Blut. Dir ist ein Skelett auf den Kopf gefallen. Deswegen ist es ja auch in der Regel so. In der Regel. André hat auch seine Regel. In der Regel. Ja. Ja, das hat jetzt echt gedauert. André hat seine 5 Minuten dreimal in einer Viertelstunde. So viel dazu. Okay, hier ist irgendeine komische Cobblestone-Hütte jetzt. Eine komische Cobblestone-Hütte? Gugulupf. Oh ja, das ist Gugulupf. Das ist sowieso bei Gugulupf, ja. Das ist Gugulupfs Schloss. Also, es sieht inzwischen gar nicht mal schlecht aus. Ja. Muss man sagen. Aber... Ich hab gehört, wenn man auf Beeten rumhüpft, dann gehen die kaputt. Oh Gott, verdammte. Stirb, stirb, stirb. Ich fall noch runter und da ist aber immer noch eine Höhle. Irgendwie warte ich nur noch darauf, dass da steht irgendwie... Wurde getötet MC durch. Evers was slain by... Irgendwas. Mir ist sogar fast schon egal, durch was er getötet wird. Solange er getötet wird. Ich trau dem Scheiß hier gerade nicht. Wir müssen noch den Just Dragonstorm von Midget Zombie erschlagen. Ja. Gleich mal. Oh Gott, diese Midget Zombies, ey. Beschissenste Erfindung ever. Ich find die cool. Die sind niedlich. Echt. Die gehen auf die Nerven. Die erinnern mich so an die ganzen Zwerge aus Borderlands 2. Die ganzen Midgets da. Midget Goliath. Midget Goliath. Ja. Ja. Ja, ich habe Borderlands 2 auch, also. In sich, aber... So, nicht unbedingt.
schon mal jetzt wieder reingefallen. So. Nee. Ach, nehmen wir noch ein bisschen Dirt mit. Ja, und direkt ein Zombie angelaufen. Go away! Okay, der hat Fenster ohne Glas. Was? Fenster ohne Glas? Go away! Ja. Einfach Löcher drin. Wer hat Fenster ohne Glas? Google? Ja. Ja gut, bei dem wundert mich gar nichts mehr. Ich hab eine Karotte gekriegt. Aua! Ja, wusstest du nicht? Zombies rennen öfters mal mit Karotten rum. Oh, ich bin am Verhungern. Was soll das? Esse ich vielleicht mal die Karotte. Was ist das für ein Schleim? Ja, ein Schleim. Greif deinen Töte ihn, sammle dir die Schleimbälle und ärgere damit, dass du die Weidro nicht gibst. Wieso? Weil der die braucht für Klebepistons. Sag mir lieber mal, wo die aufgetaucht sind. Ganz. Ich bin am Ende. Also, nein, nicht am Ende. Schade. Aber ich bin wieder da. Ich weiß wieder, wo ich bin. Also, dass du am Ende bist, das ist schon klar. Ich weiß wieder, wo ich bin. Gratulation, André. Ja. Und ich habe beschlossen, meine Mine, da kann ich, glaube ich, noch so viel rausziehen, dass es schon fast lächerlich, wie viel ich da rausziehen kann. Dann wollen wir gleich mal in deine Mine gehen. Nee. Weil du musst... Spiel gleich Kümmern. Du verirrst dich 30 Mal, bevor du Ich verirr mich nicht. Richtig, er verirrt sich nicht. Und wir rennen ihm einfach hinterher. Ich möchte übrigens behaupten, Gugelhopf hat die gefährlichste Hürde von allen. Wieso? Kaum Fackeln drin? Darum geht's nicht. Okay. Der Weg nach unten. Zu viele Möglichkeiten abzustürzen. Wenn ich gerade an das Knokator lied. So, das Ding wieder vollpacken. Shit. Shit. Ach ja. Bald ist es soweit, dann habe ich nur noch den mittleren Block und dann kann ich den entsprechend bearbeiten, dass er halbwegs natürlich hier drin aussieht. Die Hühner. Kann ich aber gleich mal ein paar schlachten. Bei André? Nee, bei mir. Ich hab ja keine Hühner mehr. Ach ja, die wurden ja schon alle geschlachtet. Gewisse Personen finden das ja ganz witzig. Ich war's nicht. Diesmal nicht. Ach ja? Sind doch gar nicht, da hast du noch Hühner. Jetzt nicht mehr, bam bam bam. Laufen doch überall rum. Nur nicht da, wo sie rumlaufen sollen. Ich hab mir gerade noch Eier. Eier, wir brauchen Eier. Alles klärchen. Ab geht's in die Höhle. Ich könnte ja auch nett sein. Komm mal mit. Nein, du kannst nicht nett sein. Doch. Fangen die jetzt alle wieder ein. Was großzügig. Das ist nicht nett. Wenn du danach Lava drüber gießt, ist das noch lange nicht nett. Ich hab gar keine Lava dabei. Wer soll dir das denn glauben? Die kommen auch nicht, ne? Die wollen alle nicht.
Ja, bei dir hätte ich auch Angst. Die mögen halt nur deine Tür auf und zu. Ein bisschen Samen. Oh, auf, bitte. Die mögen halt nur den Kindervergewaltiger Evers. Hi. Der ist doch selbst noch ein Kind. Ja, und? Deswegen fällt das ja auch nicht so auf. Ich bin schon erwachsen. Mhm. Ah. Respektier meine Autorität. Ja. Lass mich kurz überlegen. Nein. Hey, das klingt so, als ob du die Entscheidung schon vorher gefällt hättest. Wie kommst du darauf? Ich finde, das ist nicht nett. Also ich finde, im Gegensatz zu diesem kleinen Käfig, den Kaida hatte, ja, hast du die Freilandhaltung definitiv besser. Ja. Shit. Meine Eier kommen von griechischen Hühnern. Die lasse ich auch regelmäßig ficken. Ja, von glücklichen Hühnern, genau. Ja, fick mal. Aber bitte hier draußen. Piki, piki, bum, bum. So. So, jetzt kann ich nochmal 16 Eier mitnehmen. Es ist eröffnet. Was ist eröffnet? Mein Schloss. Ich muss nur noch das Schild aufstellen. Mein Schloss. Dirt ich meine, was ich am geilsten finde, ist, dass die Hühner die ganze Zeit eine Tür auf und zu machen. Druckplatte for the win, wa? Welcome to my crib. Welcome to Schloss Briefcastle. Denn es ist ein riesiger Briefkasten. Ja, und darauf sonst rauchst du irgendwas sehr Merkwürdiges. Nein. Nein, nur das gute Zeug. Ja? Ich bin ein ganz braver Bürger. Das heißt noch lange nicht, dass du nicht rauchen kannst. Willst. Aber ich sollte das Fähnchen noch ein bisschen nach hinten setzen. Hat irgendwer Brathähnchen für mich? Ja. Nein. Darf ich mir welche nicht nehmen? Für dich. Echt? Nicht für dich? Ja, ich gehe in meine Bude, wenn du reinkommst. Ja, da ich weiß, wo die sind. Wie gut, ey. Suspicious. Er hat mir letztes Mal schon welche gegeben. Oh mein Gott, Creeper. Oh ja, ich auch. Aber ich bin auf erhöhter Position. Gut, Sonne, der Zombie ist schon mal der weg. Der sieht mich nicht. Zack, da ist er tot. Gut, Sonne, der Zombie ist schon mal weg, ey. Ich find's viel schlimmer. Ah, Midget-Zombie, warum brennen die nicht? Endorman. Die sind zu klein, um von der Sonne erwischt zu werden. Die sind scheiße. An meiner Treppe ist ein Endorman. Mach ihn platt. Oder soll ich vorbeikommen und ihn platt machen? Warum füllt der doofe Steg nicht bis zu deiner Bude? Weil den Basti gebaut hat. So, so. Ertrunken. Zu gierig. Nee, das war immer Spaß. diese Wall of Shame 0.5 hier. Wolf, 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 Wolf. Das ist alles voll nicht wahr. Zu doch, gierig. Ertrunken mit Basti. Skeleton Enderman. Hast du bei mir auch bei meinem Tod Horde Endermänner geschrieben? Ja. Weil das war eine Horde Endermänner. Kriegst du ja immer wieder neue, ne? So, ja, so, zack. Die respawnen sozusagen. Erstmal ordentlich Enderman Hühnchenkekse essen. Ender Pearl gesammelt. Gratulation. XP gelootet. Glücklich. Ich meine, da viel XP eigentlich, ja, ne? Ach, für einen Enderman, ne. Aber ich bin auch Level 22, ich merke davon eh nicht mehr viel. Ich bin Level 4. Ich hab mich auf 29 gemausert. Was ist? Ich bin Level 4. Ich hab mich auf 29 gemausert. Wollte ich da nochmal her? Oder nee, noch irgendwo hin? Jetzt muss ich irgendwann ins Nether und dann kann ich mir bald meine erste Ender bauen. Deine was? Ender Chest. Achso. Und was bringt die doch gleich? Wie viel Strauraum oder so? Wenn du
wenn du, na, Stauraum gar nicht so viel, vor allem du kannst keine doppelte machen. Aber wenn du zwei Ender-Chests hast und du lädst in die eine was rein, kannst du das aus der anderen wieder rausholen. Das spart extremst Laufwege. Und jemand anderes kann deine Sachen da nicht rausholen. Ach, du bist nur der, der die gebaut hat, kann da rausholen, ja, oder was? Genau, das ist serverseitig gespeichert. Ja, das ist cool. Das gefällt mir noch viel mehr, da kann ich da nämlich schon mit TNT reinsetzen. Ja, das bedeutet aber auch, dass jemand anders da was reintun kann und du das nicht mehr kriegst. Ja, okay, das ist mir ja egal. Dann nutzen wir alle Bastis Ender-Chest. Ich kann die ja ganz schnell voll machen. Das ist ja egal. Die ist für jemand anders leer. Achso. Ja, und wo ist dann das Problem? Dass wir dich ausnutzen. Das ist mir echt eigenartig. Ah. Ich kann die ja verstecken, dass ihr nicht wisst, wo die ist. Das muss ich halt dann in der Folge machen, die wo letzte ich mich Minute aufnehme. Läuft. Nee, sowas machen wir nicht. Oh nein. Die letzte Minute. Oh nein, ich muss doch hier noch das Schild umsetzen. Oh, ich habe ein Dorf gefunden. Ja, gar nicht mal so weit weg. Aber wahrscheinlich total geplündert, das Ding. So, drei, genau. Drei Emerald gegen ein Feuerzeug. Vergiss es. hier war schon mal irgendjemand. Das hat geplündert. Ja, ich glaube, das waren Weidro und André. Hä? Was? Die haben auf jeden Fall mal Dörfer geplündert. Schloss Briefcastle ist eröffnet. Was ist das? Ja. Was ist denn jetzt hier? Langsam Outro und so, oder? Outro? Nein. Wer möchte ein Outro machen? Ganz am Anfang. Wir haben keine Outros, wir haben Outro. Ende. Richtig. Outro. Punkt. Sie legen Punkt, Eier. Komm mal, Strich, fertig ist das Outro. Na gut, Leute. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß in der diesigen Folge. Diesig, hiesig, keine Ahnung, wird bestimmt ja, nicht die letzte. Die Folge war ein bisschen neblig, aber... Nur weil bei dir im Kopf Nebel ist, heißt das noch lange nicht, dass die ganze Folge gleich neblig sein muss. Gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, die wir definitiv, wie der Wolf so schön sagt, nicht im Anschluss aufnehmen werden. Bis dann. Tschüss.